Hallo und willkommen zu den ersten 30 Minuten von Timberborn. So, dann lasst uns mal ein neues Spiel beginnen. Wir können die Fraktionen wählen, entweder die Rustikalruten. Die Rustikalruten sind leichtlebige, aber fleißige Landwirte. Sie respektieren die Natur und werden von ihr mit einer reichen Ernte belohnt. Ihr Motto: Komfort, Nahrung und robustes Holz. Und dann haben wir hier die grauen Typen, die Eisenzähne. Diese Biber haben dem traditionellen Weg des Holzes den Rücken gekehrt und den Einsatz von Eisen und Wissenschaft erlernt, um moderne Maschinen zu bauen. Sie erzielen ihre Fortschritte durch Einfallsreichtum und Effizienz, unter Missachtung der Umwelt. Ihr Motto: erst die Arbeit und dann mehr Arbeit. Oh, das ist mir direkt unsympathisch. Wir haben sie aber eh noch nicht freigeschalten, dann bleiben nur die Rustikalruten. Die nehmen wir auch. So, was wollen wir nehmen? Seenlandschaft, Wasserfälle, Bergkette. Die Biberhude sieht ja auch gut aus, aber ich wäre tatsächlich für eine anfängerfreundliche Map erstmal. Und ich mag Seen. Dann nehmen wir doch die Seenlandschaft hier. Weiter. Schwierigkeitsgrad, ich würde sagen erstmal normal. Dann haben wir eben ein normales Spiel vor uns. Finde ich immer klasse. So, da sind wir. Und wir müssen einen Siedlungsnamen eingeben. Das Biber, langzähnige, Breitschwanz. Nee, so kann ich meine Siedlung nicht nennen. Flauschig. Sind irgendwie flauschig. Flauschipilz. Wow. Flauschipilz. Sehr gut. Siedlung erfolgreich benannt und da sind sie. Dann können wir hier oben die Zeit anhalten. Dann stehen die still und wir können sie sehen. Und wir können unter die Map blicken. Das wollen wir natürlich nicht. Aber das sind unsere Dorfbewohner. Unten rechts ist Tutorial. Willkommen! Dieses Tutorial zeigt dir alle Grundlagen zum Bau einer Bibersiedlung. Jede neue Siedlung braucht Rohholz. Nur Holzfäller fällen Bäume. Also platziere 2 Holzfällerfarmen in der Nähe von Bäumen. Wo haben wir denn Bäume? Da, aber da kommt man nicht hoch wegen dem Absatz. Ich glaube, die können maximal... Ah, hier wäre eine Treppe. Okay. Haben wir sonst noch was? Lasst uns mal die Karte betrachten. Da ist ja schon das Wasser. Und was ist das? Ah, das ist von dem neuen Update. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ich habe das Spiel, glaube ich, vor 1-2 Jahren mal ein bisschen länger gespielt. Aber seit Update 2 eigentlich nicht mehr. Was ist denn das hier? Faulwasserquelle. Okay, das ist das neue Faulwasser, was sie eingeführt haben. Also Wasser, das theoretisch nützlich wäre, aber erstmal noch nicht. Und hier vermische ich das sogar mit dem normalen Wasser. Das ist nicht gut. Vor allem Trinkwasser sollte möglichst reinbleiben. In welche Fließrichtung haben wir? Ach wunderbar, das fließt hier durch. Das ist schon mal sehr schön. So, was muss ich machen? Fähnchen aufstellen. Das kriege ich noch hin. Pfade und Strukturen, damit das gleich hier mein Symmetriezwang oder Schönheitszwang in solchen Aufbauspielen widerspricht. Müssen wir gleich Pfade ziehen, sonst sieht es am Ende dämlich aus. Für mich und dann ist der ganze Spielspaß dahin. Das wollen wir natürlich nicht. So, hier haben wir die Bäume. Da haben wir Holzfällerfahne. Und 2 soll ich platzieren. Mit R rotiere ich Dinger. Das ist doch schön. Und mach mal die. Ja, wie? So wäre es symmetrisch. Ah, was soll's. So, das passt. Dann lassen wir mal das Spiel ein bisschen laufen. Können wir auch fortsetzen. Die Farmen werden nur gebaut, wenn sie sich im Baubereich des Distrikts befinden. Ach, das sind sie noch. Das sieht man ja an der Umrandung hier. Was so ein Distrikt ist, das wären alles eigene. Muss mit dem Dorfzentrum verbunden sein. Okay. Wähle das Distriktzentrum aus, um seinen Baubereich zu sehen. Du kannst ihn durch den Bau von Pfaden erweitern. Ja, da sieht man unseren Baubereich. Okay, die Holzfällerfahnen sind gesetzt. Fortsetzen. Jedes Gebäude mit einem Eingang muss durch einen Pfad mit einem Distriktzentrum verbunden sein. Beachte, dass Distriktzentren eine begrenzte Reichweite haben. Baue Pfade, um die Holzfällerfahnen mit dem Distrikt ja zu verbinden. Du kannst das Zentrum auswählen, um seine Reichweite entlang der Pfade zu sehen.
Gut, das kriegt man auch so hin. Holzfäller fangen erst dann an zu arbeiten, wenn du den Befehl erteilst. Okay, da muss ich einfach hier Bäume fällen drücken. Und Flächen markieren. Fellbereich. Ah, okay. Sah so rot aus. Da haben wir doch einen schönen Fellbereich. Sind ja auch ganz schöne Fellbiester. So, die sollen einfach mal alles abhacken. Hoffentlich beißt mir das nicht in den Hintern. Gut. Biber brauchen Wasser zum Überleben. Ach, wer hätte das gedacht? Baue eine Wasserpumpe. Ja, das kriegt man auch noch hin. Wasserpumpe. Die muss so rein. Mit dem Schwänzchen in das Wasser. Wir wollen das ja auch abpumpen. Dann mach mal erstmal ein Autismusfahrt. Nein. Halbwegs. Ja, der Fahrt ist zumindest gerade. So, da hätte ich dann wahrscheinlich gern einfach eine Brücke. Später, falls es Brücken gibt. Es gibt bestimmt sowas wie Brücken. Gab es damals ja, glaube ich, auch schon. So, und dann können wir eigentlich... Ist irgendwie alles Mist gerade hier zu platzieren. Okay. Eindeutig ist die Nahrung im Weg. Das können wir natürlich nicht zulassen. Aber hier, wir machen mal leicht schludrig sowas. Die Pfade können wir ja zum Glück auch abbauen. Das ist nur temporär dämlich. So, und dann würde ich sagen, Nahrung brauchen sie doch auch. Wasserpumpe sollte irgendwann gebaut werden. Die Blaupause setzt. Wie viel hat es denn gebraucht? 12 Holz und wir haben erst eins. Ja, da müssen sie erstmal ordentlich abbauen. In der Zeit würde ich aber sagen, ist es schon längst Zeit, hier so eine Sammlerfahne hinzusetzen. Einfach mal, ja, temporär hier hinsetzen, dass sie mal die... Ja, die Beeren hier sammeln. Sind sogar Blaubeeren. Hätte ich auch mal wieder Lust drauf. Meine Kaninchen, die gerade neben mir sitzen, wahrscheinlich auch. Ja, wenn ich nächstes Mal einkaufen gehe, nehme ich für die zumindest welche mit. Das sind sie mir wert. So. Baut mal schneller ab. Oh, ich kann hier die Arbeiter auch einstellen. Aber die haben gerade die maximale Größe, die Fähnchen. So. Wieso baut ihr das jetzt nicht? Braucht es auch Holz? Okay, hier liefern die schon Holz ran. 5 von 12. Dann machen wir das Spiel mal einfach ein bisschen schneller. Müssen ja nicht den beim Holz langsam fällen zusehen. So. Dann geht auch ein bisschen was voran. Nur am Anfang erstmal zum Orientieren mache ich es gern ganz langsam. Und dann stellenweise. Vor allem, wenn irgendwann die Flut kommt. Oder später noch die Fäulnisflut. Ja, und vor allem, wenn die Dürre kommt. Also das Wasser wird ja irgendwann ausgehen. Und es wird immer schlimmer werden, bis zu einem gewissen Punkt. Da müssen wir uns vorsehen. Okay, das ist, glaube ich, gebaut. Ja, pumpt und dann wird das Wasser wahrscheinlich auch hier eingelagert. Arbeiter 2 von 2. Bevölkerung migrieren, das braucht man im Moment nicht. Ach, und ihr baut jetzt auch die Teile. Wo wird denn das Wasser gespart? Egal. Neben Wasser brauchen Biber auch Nahrung. Das haben wir schon gemacht mit den Fähnchen hier. Jede Siedlung braucht eine stabile Nahrungsquelle. Errichte ein Bauernhaus, um Nutzpflanzen anzubauen und zu ernten. Pausiere bestimmte Gebäude, wenn du nicht genügend Arbeiter hast. Okay, dann effizientes Bauernhaus. Wieso ist das jetzt schon effizient? Wird gern... Ja, hier ist der grüne Bereich. Das wird sich ja perfekt eigentlich anbieten. Für ein bisschen Farm, dass die auch ein bisschen Wasser abbekommt. Irgendwann kann man natürlich auch Kanäle legen. Das wird alles notwendig sein. Nur noch nicht in den ersten 30 Minuten. Aber ich dachte, ich kündige schon mal an. So. Wasser wird schön produziert. Wir sehen hier oben auch unsere Lagermenge. Das wird schön ins Lager transportiert. Macht ihr das gerade? Ich sehe den so gern beim Arbeiten zu. Solange ich hier keine Pumpe bedienen muss und Wasser schleppen. Okay, ich habe die Kamera entsperrt, deswegen kann ich hier ein bisschen komisch reinzoomen. Das müsst ihr mir verzeihen. Oder auch nicht. Könnt ihr einen komischen Kommentar in die Kommentare schreiben. So, da kommt unser Wasser her. Das ist die Wasserquelle. Und wo verschwindibus das ganze Wasser hier? Wahrscheinlich da, wo sie es vermischt. Ja, haben wir vorhin schon gesehen.
da fließt es einfach den Bach runter, sprichwörtlich. Also da geht es einfach von der Map runter und ist ab da nicht mehr nutzbar. Deswegen müssen wir das auf jeden Fall irgendwie auffangen. So. Bauernhaus. Materialien werden geliefert. Oh, Verzeihung, ich habe wieder die Geschwindigkeit nicht hochgestellt. Ach, das kann ich auch auf der Tastatur mit 1, 2 und 3 steuern. Leertaste ist Pause. Sehr gut, das kenne ich aus einigen Spielen. Bin froh, dass sie hier dieselbe Mechanik haben. Dann muss ich nicht so viel lernen. Zumindest mich nicht so arg umstellen. Oh, ihr seid fast fertig mit den Bäumen. Ah, schön, dass ihr neue anpflanzt. Das gefällt mir. So, Nahrung ist, glaub, voll. Bauernhaus. 16 von 25 Holz. Hat das schon. Was ist denn das? Ein Wall. Eine natürliche Barriere. Oh, das heißt, wenn wir die irgendwann entfernen können, kann das Wasser auch hier reinlaufen. Dann bekommen wir aber viel Grünfläche. Natürlich. Ah, da kann es auch überall weglaufen. Okay, okay. Da haben wir aber einiges zu tun auf der Map. So, hier kommt klar. Auch nur noch zwei Holz und dann wird das gebaut. Das ist doch schön. Und Nahrung wird auch noch mehr. Ich dachte schon, das wäre voll. Aber anscheinend haben wir noch ein bisschen Lagerkapazität. Obwohl ist schon ziemlich am Anschlag hier. 15 Wasser. Nein! Wohlbefinden minus 2. Warum denn das? Was ist los mit euch? Wieso fühlt ihr euch nicht wohl? So, habt ihr es gebaut inzwischen? Arbeiter, okay, ist noch nicht gebaut. Baut ihr es jetzt? Ich glaube. Vielleicht nach der Nacht. Okay, das Wohlbefinden ist wieder auf Null. Ich glaube, da hatten nur 3 Biber vorhin extrem Durst. Oh, sind die nicht süß. Komm schon. Nicht nur süß sein, sondern auch arbeiten. Okay, Bauernhaus ist gebaut. Landwirte arbeiten erst dann, wenn du ihnen sagst, was und wo sie pflanzen sollen. Ja, das kriege ich auch noch hin. Nutzpflanzen. Ach, Karotten, warum nicht? Da freuen sich meine Nagetiere auch drüber. So. Wie viel brauche ich denn? Ich finde, das reicht erstmal. Vielleicht reicht das erstmal. Für 3 Arbeiter vielleicht sollte man ja mehr machen. Aber aktuell haben wir auch noch nicht so viele Biber. Und außerdem müssen die auch noch ein bisschen was anderes machen, außer Farmarbeit. Okay, ich muss 100 Karotten pflanzen. Ich habe nur 48. Na gut, die sind der Boss. Dann machen wir das mal. Ja, nicht begeistert. Wir müssen irgendwas uns überlegen, dass wir hier die Kanäle auch gescheit machen. So, das passt doch erstmal. Dann brauchen wir einen großen Stapel. Großer Stapel für Rohholz, kleiner Tank und kleiner Tank für Wasser. Achso, festlegen. Okay. Ein Stapel für Rohholz. Ja, am besten in die Nähe vom Holz, hätte ich erstmal gesagt. Kein Sägewerk. Ah, Speicher. Großer Stapel. Würde ich sagen, mach mal einfach mal dahin. Und was braucht es? 6 Rohholz. Das kriegt ihr ja hin. Und dann brauche ich einen Wassertank. Ah, brauche ich Lager. Ein kleiner Tank. Dankeschön. Ja, jetzt. Ah, davon brauchen wir auch 3 Stück. Oh, könnt ihr die Pflanze hier entfernen? Muss doch irgendwo ein Abrissding geben. Diese Pflanze ist gut bewässert, okay. Könnt ihr sie kaputt machen? Gebäude und Ressourcen abreißen. Ressourcen für den Abriss markieren. Hier. Ist zwar Ressourcenverschwendung, aber ich glaube, das einmal ist es erlaubt. Ist ja gerade keine Biere dran. Ist ja praktisch noch ein Baby. Es bringt eh nichts. So, Speicher. Und noch ein kleiner Tank. Dann müssen die nicht so weit latschen, um das hier abzufüllen. So, das wird immer noch gebaut. Sehr schön. Und hier muss ich Güter auswählen. Rohholz. Wunderbar. Und der kleine Tank braucht wie viel Holz? 15 Rohholz. Na, die habe ich aber nicht mehr.
Ich würde sagen, dann müssen wir tatsächlich noch hier hochbauen. Einmal ein Pfad zur Treppe. Ah, das geht genau auf. Ich liebe diese Map. Haben sich die Entwickler was dabei gedacht? So, dann machen wir den Pfad natürlich mal weiter. Soweit wir können. Und dann würde ich sagen, tun wir noch ein Fähnchen hier hin. Für Holzabbau. Das eine können wir deaktivieren. Nicht löschen, sondern... Nee, das ist verfolgt. Ah, pausieren. Gebt einfach einen Pauseknopf, dann hat der Arbeiter was Besseres zu tun. Nämlich hier. Ne? Klappt das? Achso, ich muss den Baumbereich, den Baumfellbereich natürlich auch noch festlegen. Kann es ruhig alles abbauen, Kleiner. Na, das läuft doch. Die müssen hier erst nachwachsen. Aber wir können natürlich auch sagen, dass er hier gleich alles fällen soll. Erweitern wir die Zone einfach noch ein bisschen. So. Dann kriegt man da zumindest ein bisschen Holz. Und was hast du für ein Problem? Du hast Durst? Wieso hast du denn Durst? Musst du viel trinken, solange wir Wasser haben. Glaub, irgendwann wird eine zweite Wasserpumpe demnächst auch nicht schaden. Lasst uns erstmal schauen, dass die hier das irgendwie fertig bauen können. Transportwege sind jetzt doof. Die müssen jetzt Rohholz jetzt von da praktisch nach da liefern. Okay, die liefern es wahrscheinlich erst direkt zur benötigten Baustelle. Okay, Ressource ist Wasser. Was haben wir denn noch? Ahornsirup, Gegenmittel, Biokraftstoff, Extrakt, Faulwasser und Katalysator. Ja, wir machen es erstmal mit normalem Wasser, dann können sie es auch direkt befüllen. Hoffe ich zumindest. Ich denke, das sieht gut aus. Ah, und da hinten haben sie schön gefällt. Jetzt ist wieder Nachtruhe und danach kriegen sie es hoffentlich hin. Na, da fehlen aber insgesamt noch 18 Holz. Vielleicht bauen wir da am besten noch ein Ding hin, solange das hier... Ah ne, zwei Bäume sind hier fertig. Ah, das ist eine coole Art, Bäume zu fällen. Schön, dass die tatsächlich durchbeißen. Ach, und die spawnen ja nach, die... Nicht die nachgepflanzten, aber zumindest die noch Kinder waren am Anfang. So... Da kriegt man auf jeden Fall einiges zustande. Hier kommt natürlich auch Wasser rein. Das letzte... Oh, da fehlten weniger als die Hälfte an Holz. Das ist gut. Ich würde sagen, wir brauchen aber einiges. Obwohl, der ist hier noch nicht mal ansatzweise fertig. Lass mal uns wenigstens hier den Bereich festlegen. Kann man ja jederzeit wieder rufen. So, Wasser leert sich. Das ist aber nicht gut. Sollte sich doch füllen, Jungs. So, Essen nimmt auch ab. Arbeitet ihr auch? 4 Tage noch? Ah, ne. Ist schon 91% fertig. Ich glaube, insgesamt hätte es 4 Tage gedauert. Oder hat es jetzt 4 Tage fast gedauert. So, Arbeiter können wir nur ein zuweisen. Tiefe 1, Begrenzung 2... Weiß gerade nicht, was die Begrenzung da macht. Fortsetzen. Nachdem Rohholz und Wasser nun einen Speicherplatz haben, solltest du das gleiche für Beeren und die anstehende Karottenernte vorbereiten. Oh, da wären sie schon fertig. Ich pausiere mal kurz. Baue mittleres Lagerhaus. Das kriege ich auch noch hin. Oh, das kostet wieder so viel Holz. Das machen wir am besten einfach mal hier hin. So, dann ein Pfad rumschwingen. Ja, machen wir es so. Dann können wir da irgendwie was Schöneres hinbauen. Vielleicht ein bisschen Deko-Elemente mal. Die Pfade müssen gerade sein, so gut es geht. So, wie viel brauchst du? 15 Holz. Na, die haben wir doch eigentlich schon zusammen. So, und die brauchen... Ah, ich brauche 2 mittlere Lagerhäuser. Ich glaube aber, ich kann die tatsächlich stapeln. Brauche hier entsprechend dann eben eine Treppe oder ich kann auch erstmal das hier so machen. Beziehungsweise dahinter stört es jetzt auch nicht.
Irgendwann müssen wir das natürlich schöner machen, ist hier unser Dorfzentrum. Da gehören keine Lagerhäuserchen. Nur aktuell. Kurze Wege sind das Mittel der Wahl. Würde ich jetzt einfach mal dreist behaupten. So, was braucht ihr da? Karotten. Ja, Karotten. Okay, kann nur eine Sache rein. Und mittleres Lagerhaus für Bären. Was ist denn das Bärensymbol? Ah, vielleicht das oben in der Mitte. Hey, ihr sollt es fühlen. Wir schön arbeiten hier. Und da sehen wir unsere Karottenkisten. Ach, ist das schön. Dann sehen wir hier schon was. Nee, Bären haben sie ja eigentlich ganz gut abgefrühstückt erstmal. Ja, zumindest steigt unser Essen wieder deutlich. Dann mache ich mir ein bisschen weniger Sorgen. So, aber hier könnte man tatsächlich... Nicht hier. Ich hätte gern die Karotten-Ding ein bisschen erweitert. Wo war das denn nochmal? Sammlerfahne brauche ich nicht. Bäume und Büsche pflanzen. Okay, das ist alles noch gesperrt. Das machen sie ja hoffentlich irgendwie automatisch, oder nicht? Nee, sieht gerade tatsächlich nicht so aus. Da sind nur Baumstummel. Ja, aber doof. Effizientes Bauernhaus. Ein Grill könnte ich bauen. Okay, das können wir auf jeden Fall erstmal fortsetzen. Wissenschaftspunkte werden zum Freischalten fortschrittlicher Gebäude verwendet. Mit der Zeit produziert ein Erfinder Wissenschaftspunkte. Okay. Das heißt, wir brauchen hier einen Erfinder. Oh, das passt ja. Wo setzt man den hin? Hier auf das nicht gut bewässerte Ding. Wird hoffentlich erstmal reichen. Und dann machen wir das mit den Faden. Ja, sieht... Ich weiß, sieht... Ist doof. Ganz, ganz doof ist das im Moment. Muss hier nicht alles perfekt passen. Das kann man ja irgendwann kompensieren. Okay, eine Dürre ist bevorstehend. Ich würde sagen, die müssen ordentlich pumpen. Komm schon, zweite Wasserpumpe. Gerade ist egal wohin, Hauptsache sie pumpt dann. So. Einmal da, einmal weg. Und ich würde tatsächlich sagen, wir brauchen noch ein bisschen Lagerfässer für Wasser. Oh, die großen Flüssigkeitsdinger sind gesperrt. Ah, ich würde die erst bauen, wenn die Wasserpumpe da ist. Erstmal Wasser pumpen, bevor irgendwas passiert. Okay, der hat hier nichts zu tun. Das heißt, das können wir deaktivieren. Ich dachte, die pflanzen auch automatisch, aber sieht tatsächlich nicht so aus im Moment. Dann müssen wir echt aufpassen mit den Bäumen. Da hinten wären nochmal Bären gewesen. Okay, der erfindet zumindest was. Wunderbar. Und jetzt braucht man 6 Hütten für unsere Leute. Was wollen die denn alles? Die sollen hier erstmal eine Wasserpumpe wieder bauen. So. Ja, das dreht sich zumindest wunderbar. Karotten kommen voran. Und jetzt würde ich gern tatsächlich nochmal rausfinden, wo ich denn hier Sachen bauen kann. Ah, Nutzpflanzen anpflanzen. Psst. Ich glaube, wenn die Dürre bevorsteht, in 2,4 Tagen, dann werden die definitiv nicht fertig. Na, vielleicht haben wir ein bisschen Restwasser. Ansonsten egal, wir können es pflanzen, kostet uns ja nichts, wird aber nicht fertig werden. So, dann sieht das zumindest mal nach einem vollständigen Feld aus und sorgt auch für ein bisschen mehr Karotten. So, von den Fässern braucht man natürlich auch noch ein bisschen was. Ich würde mal sagen, was weiß ich denn. So, machen wir da noch eins hin. Vielleicht reichen 4 für die erste Dürre. Die allererste sollte auch nicht allzu lang dauern. Je nach gewählten Schwierigkeitsgrad kann das auch anders aussehen. Aber auf normal sollten wir zumindest das überleben können. So, wir brauchen dann 6 Hütten. Ja, dann machen wir mal einen schönen Hüttenzauber hier. 1, 2, 3. Könnte man theoretisch auch aufeinander bauen, aber... Oh, die sind jetzt... Die gefallen mir da nicht. Kann ich euch einfach abreißen? Abreißen, abbrechen. Achso. Oh.
Da müssen wir uns kurz was überlegen, wo die denn geschickt hinkommen. Ja, ich habe die Lage ein bisschen vercheckt, das ist egal. Wir können das ja jetzt klug angehen, irgendwie halbwegs klug. Vielleicht machen wir so einfach so rum, dann wird das hier der Wohndistrikt. So. Können wir natürlich auch aufeinander bauen, brauchen dementsprechend dann Leitern. Obwohl das eine Möglichkeit ist, mache ich das ganz gern, dass wir zuerst mal nicht darauf achten und das Schöne auf einer Ebene haben. So, das habe ich natürlich wieder komplett dämlich gemacht. Ist egal, bisschen Gartenbereich oder Parkanlage kriegen sie da hinten. So, die Pfade ziehen wir hier auch durch. Und dann, keine Ahnung, kommt da ein bisschen Grünstreifen hin. Wie viel? Okay, 12 Rohholz. Mensch, da habe ich aber bei Weitem nicht genug. Ich würde sagen, wir müssen das hier erweitern. Und dann können wir ja eigentlich direkt noch eine Holzfällerfahne dahin bauen. Dann ist auch niemand arbeitslos. Sehen wir überhaupt, wer gerade arbeitslos ist? 12 Erwachsene, 0 Jungtiere. Obdachlos sind auch 12. Und wir haben 11 Arbeiter und einer, der etwas arbeitslos ist. Das wird sich ja für den dann besonders eignen, dass er hier dann mehr Bäume fällt. Wird die tatsächlich auch einfach markieren. Ja. Kurz und schmerzlos. Das Holz braucht man. So umweltschonend ist es jetzt aber auch nicht, hier die ganzen Wälder abzutragen. Nur für unsere dämlichen Blockhütten. Wie viele Biber passen da überhaupt rein? Ja, 3 Stück. Wir haben 12. Das heißt, wir haben ja Platz für 6 Biber mehr. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Achso, hier muss auch noch Wasser rein. Ich vergaß. So, ja, steht jetzt andersrum als die anderen. Sieht dämlich aus, würde ich abreißen, sobald wir die größeren Fässer irgendwann mal erforschen können. So, ah, ja stimmt, hier ist die erste Familie schon eingezogen. Ich stelle das Spiel wieder auf ganz schnell. Der Rest schläft einfach noch in den Straßen. Das können wir natürlich nicht zulassen. So, die beiden sind pausiert. Lager ist hier, wo es auch ein bisschen dämlich ist, da sie jetzt da hinten abbauen. Ja, sie tragen es ja eh erstmal hier, wo der Bedarf am größten ist. Ja. Bisschen mehr Einsatz hier, ihr Biber. Oh, das kann man natürlich auch abmachen. Dann fließt hier auch Wasser rein. Und vermischt sich dann irgendwann mit der Fäulnis hier. Das wäre natürlich nicht so super. Können wir das schon irgendwie aufhalten? Ich habe ja irgendwie Gebäude und Ressourcen. Ich habe ja, wir haben Energie, Wasserrad, Energierad. Ach, da müssen die raufklettern und selber drehen. Typisches Hamsterrad. Dann haben wir hier Baustelle, fehlen Materialien. Deine Biber sind glücklicher als je zuvor. Du hast einen neuen Wohlfühl-Punkte-Rekord erreicht. Oh, ja gerne doch. So, dann lass mal Spiel weiterlaufen. Und die Dürre beginnt. Jetzt hilft es auch nicht mehr anzubauen. Jetzt wird das Wasser hier immer weniger. Beziehungsweise es kommt einfach nichts mehr nach. Das können wir uns kurz anschauen. Das ist dann so traurig. Das wird dann immer weniger. Ah, aktuell ist noch ein bisschen was drin. Ja, das wird alles davon fließen. Aber dauert ja nur 2 Tage. Die halt mal aus. Dann waren die 2 Wasserpumpen, glaube ich, am Anfang ein bisschen Overkill. Hätte man die Gebäude ein bisschen früher bauen können. Und wieso habt ihr da so ein Spannding über eurer Hütte und die anderen nicht? Seid ihr besser als die anderen? Oder zeigt... Nee, keine Ahnung, was das anzeigt. Dann produziert mal bitte ein bisschen Jungtiere. Die braucht man dringend. Nein, das Wasser fällt.
So, die 30-Minuten-Marke ist beinahe erreicht. Dann wird es wohl Zeit für ein kleines Fazit. Ich finde das Spiel echt klasse. Ich habe es ja bereits zu Beginn der Early Access Phase für zahlreiche Stunden ausprobiert und mir hat es damals schon echt gut gefallen. Ich wollte einfach, wie ich das einfach bei vielen Spielen mache, insbesondere bei Early Access Titeln, auf mehr Updates und Content warten. Aber es macht echt immer noch einen wunderbaren Eindruck. Ich freue mich jetzt drauf, weiterzuspielen. Was haltet ihr denn vom Spiel? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und schreibt natürlich auch gerne, welche Spiele ich als nächstes vorstellen soll. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.